Komm, leg dich schlafen. Oh, hier ist eine Röhre. Waren wir da schon? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Toll. Und weiter geht's mit der Suche. Und damit Servusle zum weiteren Part zur Mario Odyssey. Oder besser gesagt, zu dem Spiel mit der ewigen Mondsuche. Willkommen zu der ewigen Mondsucherei. Ich bin überzeugt davon, dass das für den Zuschauer an sich ziemlich langweilig ist, was ich da tue. Aber mir macht's wahnsinnig viel Spaß. Muss ich sagen. So, jetzt muss hier muss irgendwo der Mond sein. Hier muss er sein. Hier ist er. Genau unter mir. Aber wo ist der? Wo ist dieser scheiß Mond? Genau unter mir. Ach, das ist dieser Musiktoad. Der Musiktoad ist das. Der irgendwie, keine Ahnung, irgendein Musikstück haben will. Was will er denn haben? Mit dem haben wir ja schon mal gesprochen gehabt. Klettern gegen Himmel bringt Münzen. Haben wir sowas? In der Zwischenzeit? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das haben wir schon mal gemacht, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Musikstück in der Zwischenzeit ergattert haben. Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wer weiß, wo wir das kriegen? Ich habe keine Ahnung. Wer weiß, in welchem Level wir dieses Musikstück freischalten? Ich habe keine Ahnung. Wer weiß das schon? Ja, ja, bla 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 bla. So. Gehen wir nicht auf den Geist. Hoppala. Volle Kanne Kopf angehaut. Sind wir hier bei Gianna Sisters oder was? Okay, also ab zum anderen Toad. Und nochmal nach einem Tipp fragen. Bis jetzt hat er mir nur Monde gezeigt, die ich ohnehin schon kenne. Vielleicht hat er ja mal einen Tipp für mich. Von einem Mond, den wir noch nicht kennen. So, gib mir einen Hinweis. Was ist denn das? Nochmal auf die Karte gehen. Was zum Geier ist das da draußen? Was ist das hier? Fragezeichen? Ist das hier wieder ein Bereich, zu dem ich nur komme? Wenn ich in einer anderen Welt in ein Bild gehe, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dem so ist. Also nächster Tipp. So wie es aussieht, haben wir halt wirklich die gängigen Monde... Nein, er gibt mir keine weiteren Tipps. Jetzt sind wir wieder hier. So wie es aussieht, haben wir echt die gängigen Monde alle gefunden. So. Also fehlt hier noch der Vogel. Scooper Rennen sind auch nochmal zwei, sind schon drei hier. Das Schaf, 4, 5. Das Dingens, die Note, 6. Das Musikstück, 7. Die Insel, 8. Acht, die lacht. Aber fehlen trotzdem noch zwei, es fehlen 10. Ah nee, wir sind hier bei der Musik. Da wollte ich her. Dann fehlen noch 6. Es fehlen noch 16. Warum geben Sie mir keine anderen Tipps? Das ist alles da hinten. Ach, jetzt weiß ich, wo das ist. Das ist außerhalb der Map. Das ist der Bereich unten, der hier mit einem Fragezeichen markiert ist. Das ist da unten, da müssen wir jetzt hin. Irgendwo da unten muss noch ein Mond sein. Echt, da unten ist noch ein Mond? Also ab dafür. Ab in die Tiefe. Ab and away. So. Jetzt bin ich gespannt, wo hier noch ein Mond ist.
Wo soll da einer sein? Zwei? Zwei Monde sind da noch? Aber wo zum Geier? Wo zum Geier sollen da noch Monde sein? Ich meine, recht viele Möglichkeiten gibt's hier nicht, oder sehe ich es falsch? Auf dem Baum oben? Kein Plan! Was war noch mal in der Röhre? Ach, dieses lustige Spielchen. Genau, dieses lustige Spielchen. Da gab es da hinten dann diese fünf. Diese fünf Röhren. Gehen wir mal durch eine andere. Jetzt mussten wir. In welche mussten wir? Ich glaube, in die hier mussten wir. Oder? Genau, da kamen hinten diese fünf. In den ersten drei waren wir schon. Jetzt gehe ich da mal rein. Nein, komme ich hier wieder raus. Fehlt ja nur noch eine Röhre, in der wir noch nicht waren. Die probieren wir jetzt auch noch aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch was bringt. Da gibt es nur einen Mond für diese Aufgabe. So, das hier ist jetzt die letzte Röhre, in der wir noch nicht waren. Oder sind wir hier jetzt woanders? Wo sind wir hier genau? Nein, wir sind schon noch da. Wir sind schon noch hier. Wir sind schon noch in unserem Bereich. Welche Röhre war es jetzt? Die da oben? Die da war's? Die da war's. Ja, da hinten ist Shiny. Das haben wir aber auch schon gemacht. Jetzt komme ich wieder hier raus. Mann! Also es bringt nichts. Es bringt nichts, hier einen zweiten Mond zu erhoffen. Da ist keiner drin. Da ist keiner drin. Na gut. Akzeptieren wir mal. So, ich glaube, das hier ist die richtige gewesen. Nein, war die falsche? Was war denn die richtige dann? Eine von den vorderen drei war die richtige. Aber welche? Ich hab's schon vergessen. Dann kann sie nur die rechte gewesen sein. Sieht aus, als wären da Münzen. Aber ich komme nicht ran. Wie in so dem Wunschbrunnen. Einfach mal ein paar Münzen reingeschmissen. Aber man kommt nicht ran. Na gut. Na gut. Das ist auch nicht der Scheiß drauf. Da wird es keinen zweiten Mond geben. Ich muss den woanders suchen. Hier drin vielleicht. Aber hier hat man doch auch schon. Hier hat man doch auch schon zwei, oder nicht? Guck mal nochmal. Da kamen wir nur mit diesem Outfit rein. Ach nee. Das war das hier. Das war das hier. Aber ansonsten ist doch hier nichts mehr. Hm. Zwei Monde sollen hier noch sein, aber wo zum Geier? Wo zum Geier sollen hier noch Monde sein? Und was ist das hier, Efeu? Hm. Hier gab's doch irgendwo einen Frosch. Irgendwo gab es hier einen Frosch, mit dem ich die Steine bashen konnte. Jetzt mache ich hier nochmal das Shiny-Zeug weg. Genau, das waren die gelben Gumbas. Ich würde halt so gern das Geld hier einsammeln. Würde ich gern. Verdammt nochmal. Ne, wir haben hier alles eingesammelt. Kann höchstens noch was mit den Danke-Ranges zu tun haben? Kein Plan, Leute. Keinen Plan. Nicht den geringsten. So. Jetzt müssen wir den hier irgendwie mal kapern und hoffen, dass es was bringt. Komm, leg dich schlafen. Oh, hier ist eine Röhre.
Waren wir da schon? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Toll. Also Mitte, links, rechts. Mitte, links, rechts. Merken. Nochmal rein. Mitte, links, rechts. Ein Mond. Hier ist schon mal der erste. Der erste von zwei. Falle im Herzen des Waldes. Jetzt muss ich dann mal kurz auf die Karte gucken, ob das auch wirklich einer der beiden Monde war, die da uns angezeigt wurden. Jawohl, einer ist schon mal weg. Das ist gut zu wissen. Aber es heißt, hier ist noch mehr Gelumpe zu entdecken. Und ich habe mich nicht gründlich genug umgesehen. Ja, wer weiß, was da so noch ist. Oh, den Baum komme ich jetzt nicht drauf. Na gut. Na gut, na gut. Wir könnten uns nochmal einen T-Rex schnappen. Das geht erst, wenn er K.O. ist. Komm, geh K.O. oder sowas. Leg dich hin, Granadino. Wo ist er denn? So, jetzt. Und dann kabern wir den Jungen. So. Und bashen nochmal alles. Aber das haben wir schon gemacht. Ist natürlich möglich, dass da unten noch was ist. Irgendwo an der Seite. Oder wieder so ein Stein oder so. Ach, komm schon. Der leuchtet. Dieser Stein leuchtet. Der muss jetzt tausendmal bashen. Und da ist der Mond. Ach komm schon. Rollfels im Herzen des Waldes. Und ist es der richtige? Jawohl. Hammerhart, Leute. Hammerhart. Und da oben sind Collectibles. Da oben sind Collectibles. Ich schmeiß mich weg. Wir haben 100 von 100. Warum steht da oben 85? Wir haben alle 100 Collectibles. Wir haben sie. Ey, habe ich die letzte Mal hier nicht gesehen? Könnte ich mir schon wieder den Arsch beißen? So was Offensichtliches und ich habe es übersehen. Aber wir haben sie. Wir haben alle Collectibles. Und können diesen Abschnitt verlassen. Komm, geh nach oben. Geh nach oben. Wir haben alle Collectibles, Leute. Wir haben 100 von 100. Es ist so heilig geili. Jetzt fahren wir unseren Tod. Nach dem nächsten Hinweis. Am besten hinbeamen. Am besten hinbeamen. Der Tod war wo? Wo ist denn da? Da ist das Ding. Da ist die Odyssee. Die Nautilus wollte ich jetzt sagen. Nein, die Odyssee. Unsere Odyssee. So, auf zum Tod. Wir könnten uns... Ach, Spielerei. Zwischenzeitlich umziehen, wollte ich sagen, aber... Egal. Gebt mir noch den Hinweis. Hier. Okay. Welcher war jetzt das? Der hier war's. Gehe ich trotzdem jetzt hierher? Den anderen haben wir ja auch nicht gefunden. Ah, nee, schon mal. Das andere war ja der Musikkasper. So. Das hier ist der Musikkasper. Wo ist dann der andere Mond? Weiter vorn. Weiter vorn, hier unten noch irgendwo. Oder wie, oder was? Der ballert schon wieder. Da oben? Da oben muss der sein. Gucken wir mal. Hä? Das ist... seltsam. Jetzt bin ich natürlich vollkommen in die falsche Richtung gesprungen. Aber das mit dem Mond ist schon wieder seltsam. Diese Karte ist halt nicht sonderlich präzise. Man muss schon gewaltig suchen.
hier irgendwo. Bin ich schon wieder zu weit? Direkt über mir. Direkt über mir. So, gucken wir mal nach oben. Was ist denn da? Da oben ist doch nichts. Jetzt halt direkt über mir oder unter mir? Unter mir ist halt auch möglich. Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist unter uns? Ah, das ist schon wieder der Tod hier. Das ist schon wieder der Tod hier. Aber hinterm Tod muss auch noch was kommen. Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn ich nur wüsste, was die meinen. Mit ihren präzisen Angaben. Jetzt gehe ich da mal her. Na komm schon, geh da her. Sei ein braver Mario. Jetzt gehe ich da mal her und gucke mir das von der anderen Seite an. Tja, das ist verzwickt. Die Mondsuche ist wahnsinnig tricksy. Hier irgendwo. Direkt vor mir. Direkt vor mir. Ja, da unten war ich gerade. Also ist es unten drunter, oder wie sehe ich das? Oder wie sehe ich das? Ja, ich sehe gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Hier muss es irgendwo sein. Kein Plan, Leute. Keinen Plan. Keinen Plan. Ich hole mir jetzt mal das Teil da hinten und schaue mich ein bisschen in der Gegend um. Seltsamer Scheiß. So. Hier. Hier vermutlich auf der anderen Seite. Wenn ich da irgendwie reinkomme. Ja, ich komme. Ich komme hinten rum, wenn das funktioniert. Oder ist es im Gestrüpp? Aber ich sehe da nichts. Es ist auch nichts shiny. Na gut. Beamen wir uns nochmal rauf. Nee, aber es ist schon unten. Mann, es ist schon unten. Oder ist es da drin? Schweiß es ne. Der Doschen weiß gar nichts, Leute. Der Doschen weiß gar nichts. Geht's mal da unten drunter? Da ist also da unten rein. Und guck, ob das da unten vielleicht. Vielleicht ist es ja da unten irgendwo. So. Und jetzt gucken wir mal auf die Karte. Wir nähern uns der. Müssen wir hier das Feuer anmachen? Nee, es bringt nichts. Ist es hier? Nicht ganz. Wir nähern uns dem Teil. Es muss hier sein. Entweder über uns oder unter uns. Also weiter runter wie jetzt geht's ja nicht mehr. Es sei denn, wir kommen da irgendwie rein. Ha. Nee. Nee. Ich habe keine Ahnung. Aber dafür recht viel von. Mann. Mag er nicht unser Mario? Er kommt so nicht drauf. Falsche Richtung. Zu weit weg. Mann. Jetzt, na doch nicht.
Er mag nicht darauf, unser Mario. Jetzt, was hat dieses Teil gebracht? Das glaube ich, hat er hinten die Tür aufgemacht. Keine Ahnung, wo der Mond sein könnte. Sind wir zu weit weg? Wir sind definitiv zu weit weg vom Mond. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Hier kommen wir halt wieder zum Anfang. Aber vielleicht sind wir ja doch richtig. Vielleicht. Vielleicht doch auf der Seite irgendwo. Nee, hier geht's nirgends rein. Da oben drauf. War das nicht die Note? Na, die Note kam da vorne, oder? Die Note war doch hier. Alter Schwede, das ist Gesuche, ne? Dieses Gesuche. Ach, das ist da oben, ist wieder der Tod. Mann. Das da oben ist wieder der Tod. Wir müssen ja daher. Da müssen wir her. Nee, Leute, ich weiß nicht, wo die Monde sind. Ich weiß es nicht. Holen wir uns den nächsten Hinweis. Allzu viele Monde sind sie ja nicht mehr. Und dann werden wir die Welt verlassen. Und die Hardcore-schwere Scheiße werden wir quasi nach dem Backtracking nochmal backtracken. Werden wir nochmal backtracken. Da oben. Na gut, also nächstes Ziel da oben. Mal. Oben, unten, links, rechts. Über der Map, unter der Map, hinter der Map. So, und wo genau? Genau in die andere Richtung. Genau in die andere Richtung. Da oben, oder was? Oder ist da nochmal einer drin? Ist da quasi noch mal einer drin in dem Bereich oder ist es woanders? Nee, sieht nicht so aus. Oder ist unten noch mal einer drin? Nee. Nee, bin mal eiskalt vorbeigelaufen. Wo soll jetzt der da sein? Nochmal daher. Wird's voll verpasst oder voll verpeilt? Sucherei. Sucherei ohne Ende. Was ist denn unten drunter direkt? Direkt drunter. Ach ja, genau. Hier gab's Energie. Und da unten war der P-Switch. Für die kleine, für die, wie heißt es? Tic-Tac-Turnier oder so ähnlich. So, der Mond wäre jetzt direkt vor mir. Er wäre direkt vor mir. Diese Nuss da oben haben wir ja auch noch. Aber der Mond wäre jetzt genau an dieser Stelle. Über mir ist er nicht. Ich wollte die Pfade hier miteinander verbinden. Schön ist anders. Welche Pfade? Welche Pfade? Der Pfad wurde fertiggestellt, bitte weitergehen. Nein, das ist es nicht. Das haben wir schon gemacht. Also der Mond ist hier unten irgendwo, so in dem Bereich. Hier geht's ja auch nochmal rein. Da unten geht's auch nochmal rein, oder sehe ich das falsch? Sehe ich es falsch oder sehe ich es richtig? Da ist was gewesen. Was ist denn das hier? Da bewegt sich was.
Na gut, nur mal nach oben beamen, bitte. Noch mal nach oben. Was sind das für Zahnräder oder was das waren? Oder Windräder? Da muss ich mal gucken. Da muss ich schon mal gucken, Leute. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Und will erkundet werden. Aber wie? Wie kommt man da hin? Am besten daher. Von der Seite geht's auch nicht. Von ganz oben vielleicht. Ich muss ganz ans Eck. Ganz keck ans Eck und dann nach unten springen. Eieieiei. Aber es ist halt auch ziemlich offensichtlich und ich komme nicht drauf. Doch, hier ist eine Ecke. Die ist zum Landen da. Und dann wollen sie, dass wir daher gehen. Komm, spring runter. So. Ach, und so käme ich jetzt zu diesem anderen. Oder? Wisst ihr was? Wenn wir jetzt eh schon da sind, probiere ich das aus. Nee, es ist der falsche, den haben wir schon. Das war der falsche, verdammt. Das war der falsche. Mann. Also nochmal nach oben. Nochmal nach oben und den ganzen Käse nochmal machen. Weil der Doschen ein Idiot ist. Aber hier gibt's auch 1 Million Nüsse, muss ich dazu sagen. In diesem Level. Was wir hier schon Monde aus Nüssen rausgeholt haben, ist nimmer feierlich. Komm, geh die Stangen auf. Geh die Stangen auf. Stangenklempner. Nee, was wir hier schon Monde aus den Nüssen rausgeholt haben, ist nicht mehr feierlich. Da sei es mir verziehen, dass ich mich in der Nuss geirrt habe. Dass ich quasi in der falschen Nuss... wie soll ich sagen, dass ich mit der falschen Nuss gespielt habe quasi. So. Jetzt sind wir da, wo ich her wollte. Das ist ja hochinteressant. Was gibt's denn hier so noch? Ist... Da ist eine Röhre. Da ist eine Röhre, Leute. Da ist eine Röhre, aber das ist eine mega tricksige Mechanik hier. Ich kann nicht mehr wie sterben. Ich kann nicht mehr wie sterben. Und schon ist es passiert. Och, Minjo. Ja, doch, ein Hechtsprung hätte vielleicht Wunder bewirkt. Ja, hast du aber nicht gemacht. Wo bin ich jetzt? Wieder da oben. Oh, das ist aber auch mega nervig. Anders komme ich da nicht hin. Vielleicht im direkten Verfahren. Und? Verdammt! Fast! Fast hätte es geklappt. Fast hätte es geklappt. Aber nein. Bin natürlich daneben gesprungen. Mann. Aber es heißt für mich zumindest, dass es funktionieren würde. Wenn ich es richtig mache. Ich sehe nichts mehr. Verdammt. Hier im richtigen Winkel abgesprungen. Dann könnte ich direkt zur Röhre springen. Ich muss nur den richtigen Winkel finden. Dann können wir uns den ganzen Hickhack sparen. Aber wahrscheinlich verbringe ich jetzt so viel Zeit damit, den richtigen Winkel zu finden, dass ich es auch auf regulärem Wege hätte machen können. Das ist hier unten. Hier ist es. So, ich gehe ganz an den Rand. Und geschafft. Heili, geili, ab in die Röhre. Da guckst du in die Röhre, wa? Eine Nuss. Und ein Mond. Hammer. Schatz der Drehkreuze. Der Dreckskreuze, habe ich jetzt gelesen. Schatz der Drehkreuze. So, und wo gehst du dahin? Einfach wieder raus, oder? Secret-Bereich. Wo kommen wir raus? Einfach wieder raus. Na gut, Leute. Dann beende ich den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Euer Doschten.